Wir befinden uns derzeit in Phase 5. Wie sieht die Situation nach fast einem Jahr Season of Discovery aus? Im PvP herrscht eine stark polarisierte Lage. Klassen wie Vergelter-Paladine, Schamanen und Gleichgewichtsdruiden dominieren mit ihrem beeindruckenden Burst-Potenzial und sorgen für Frustration unter ihren Gegnern. Sie sind in der Lage, kritische Treffer von 2.000 bis 3.000 Schadenspunkten auszuteilen, was Kämpfe blitzschnell entscheiden kann. Schurken glänzen mit ihrem starken Burst durch Betäubungen. Ein häufiges Problem ist, dass Änderungen im PvE-Bereich oft zu Ungleichgewichten im PvP führen und somit die Frustration unter den Spielern weiter verstärken. Doch wie sieht es im PvE aus? In Phase 1 von WoW Classic Season of Discovery gab es im Vergleich zum ursprünglichen Vanilla WoW erhebliche Veränderungen im Klassenbalancing. Neue Fähigkeiten und Runen wurden eingeführt, die das Gameplay deutlich auffrischt und für eine dynamischere, aber auch anspruchsvollere Balance sorgt. Klassen, die in Classic oft als weniger effektiv galten wie der Schutzpaladin, erhielten durch diese Neuerungen frischen Wind und wurden in bestimmten Situationen deutlich interessanter und nützlicher. Das Gleichgewicht in dieser Phase war besonders spannend, da es sich um einen experimentellen Ansatz handelte, der das bekannte Spiel auf unerwartete Weise neu interpretierte. Die Einführung der Discovery-Elemente veränderte das Gameplay jeder Klasse auf subtile, aber bedeutende Weise. So sah man frühzeitig Anpassungen an Fähigkeiten, Talenten und Mechaniken, die das traditionelle Meta durchbrachen und neue Strategien ermöglichten. Blizzard gelang es, das altbekannte System zu erweitern und neu zu erfinden, was sowohl Herausforderungen als auch neue Möglichkeiten für die Spieler eröffnete. Im PvP blieben Jäger eine dominante Kraft, wobei ihre Begleiter wie die Windnattern trotz einiger Nerfs beeindruckenden Schaden anrichteten. Priester glänzten als herausragende Heiler. Hexenmeister waren im PvP einigermaßen erfolgreich, unter anderem durch Fähigkeiten wie Metamorphose, doch im PvE blieben sie hinter den anderen Klassen zurück. Frostmagier fehlte es an starken Zauberschaden sowohl im AOE als auch im Einzelzielbereich und Schattenpriester konnten aufgrund mangelnder Skalierung ebenfalls nicht konkurrieren. Obwohl erwartet wurde, dass Gleichgewichtsdruiden und Vergelter-Paladine stark absteigen würden, fanden sie sich eher in den unteren Rängen wieder. Mit begrenzten AOE-Fähigkeiten und einem schwächeren Schadenausstoß im Vergleich zu den Spitzennahkämpfern wie Schurken und Kriegern. Insgesamt hatten Nahkampfklassen in dieser Phase einen Vorteil gegenüber Zauberklassen, wobei einige unerwartete Spezialisierungen wie Ferals, Dank Windfury und Verstärkungsschamanen einen beachtlichen Einfluss hatten. In Phase 2 von Season of Discovery hat sich die Klassenbalance deutlich verbessert, insbesondere für Zauberklassen. 4 der 5 besten DPS-Plätze im PvE wurden nun von Magiern, Hexenmeistern und Elementarschamanen eingenommen, was einen bemerkenswerten Wandel im Vergleich zu vorherigen Phasen darstellt, in der Nahkampfklassen dominierten. Während Schurken und Krieger nach wie vor stark waren, hatten sie nicht mehr die überwältigende Dominanz, die sie zuvor auszeichnete. Allerdings blieb die Balance im PvP etwas umstritten, da einige Spieler argumentierten, dass die Verbesserungen im PvP negative Auswirkungen auf das PvP hatten. In Phase 3 von Season of Discovery kam es dann zu weiteren Verschiebungen im Klassengleichgewicht, bedingt durch die Einführung neuer Inhalte wie den Raid Sunken Temple und die Nightmare Incursions, die das Gameplay zusätzlich beeinflussten. Schurken, Krieger, Verstärkungsschamanen und Jäger haben sich als herausragende DPS-Performer etabliert und dominierten die DPS-Listen. Schurken profitieren von ihrem hohen Burst-Schaden in Einzelzielkämpfen, während die Jäger sowohl in Einzelziel- als auch im AOE-Begegnungen glänzten. Magier und Hexenmeister, obwohl sie nach wie vor mächtig sind, erfuhren einige Balance-Anpassungen. Die Nerfs an der Metamorphosis-Rune schränkten die Schadensresistenz der Hexenmeister im PvP ein, hielten sie jedoch im PvE konkurrenzfähig. Magier blieben sowohl in DPS als auch in Utility-Rollen stark, obwohl sie die Nahkampfklasse nicht übertrafen. Priester und Druiden setzten ihren Status als Hauptheilerklassen fort. Druiden gewannen durch ihre Flexibilität in der Heilung und Hybrid-Unterstützung zunehmend an Bedeutung, während Priester mit ihrer starken Einzelziel- und AOE-Heilung weiterhin glänzten. In Phase 4 von Season of Discovery wurde die Klassenbalance weiter verfeinert, insbesondere durch die Einführung neuer Inhalte wie den überarbeiteten Raid Geschmolzener Kern. Gleichgewichtsdruiden erlebten einen bemerkenswerten Aufschwung und entwickelten sich dank neuer Runen und Talente von einer Nischenklasse zu einem ernstzunehmenden DPS-Anwärter. Kriegerschurken, Ferals und Jäger blieben weiterhin in der Spitze der DPS-Charts, während Hexenmeister,
und Magier sowohl im PvE als auch im PvP starke Leistungen zeigten. Insgesamt gewannen Zauberklassen an Nützlichkeit, doch die Nahkampfklassen behaupteten sich nach wie vor als erstklassig. Diese Phase bot ein spannendes Gleichgewicht, das sowohl Vielfalt als auch strategische Tiefe in das Gameplay brachte. Wie schaut jetzt aber die Situation in Phase 5 aus? Nahkampfklassen, insbesondere Krieger, Schurken und Jäger, zeigen sich nach wie vor äußerst stark. Krieger profitieren von neuen Runen, die ihre Skalierung erheblich verbessern. Zauberklassen hingegen haben gemischte Ergebnisse erzielt. Magier und Gleichgewichtsrunen bleiben aufgrund ihrer vielseitigen Nützlichkeit und AOE-Fähigkeiten relevant, obwohl ihr Einzelzielschaden nicht ganz mit dem der Nahkampfklasse mithalten kann. Hexenmeister hingegen haben den größten Sprung gemacht und glänzen nun auch im Einzelzielschaden. Schattenpriester hingegen fallen in den Rankings zurück. Trotz interessanter neuer Runen bleibt ihr Schadenoutput etwas hinter den Erwartungen zurück. In Phase 5 der Season of Discovery gab es bedeutende Änderungen im Klassengleichgewicht, insbesondere durch die neue Ausrüstung und die Runen-Upgrades, die in Blackwing Lair und Sulguru verfügbar sind. Insgesamt hat Phase 5 ein ausgeglicheneres Spielfeld für viele Spezialisierungen geschaffen, sodass die Fähigkeiten der Spieler und die Optimierung ihrer Ausrüstung entscheidend für Spitzenleistungen sind. Ein Blick auf die Top-Spieler in Phase 5 offenbart einen interessanten Wandel im Vergleich zu den vorherigen Phasen. Während in den früheren Phasen meist nur zwei Klassen die DPS-Listen anführten und in den Top 100 fast ausschließlich diese Klassen vertreten waren, ist das Feld in Phase 5 deutlich vielfältiger geworden. Die Klassen rücken näher zusammen und erstmals sehen wir eine Annäherung an ein solides Klassengleichgewicht. Auch wenn noch nicht alles perfekt ist, lässt sich sagen, dass Blizzard auf dem richtigen Weg ist.